Ich weiß ja nicht, ob die hier reinkommen. Oh shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Fenster. Oh Gott! Also die. Oh Gott. Oh, eine Frau ist auch dabei. Hallo, wir haben Damenbesuch. Kommen die ins Haus rein? Das Problem ist, ich weiß es nicht. Die Geräusche sind eklig, die sind. Oh Gott! Guck mal hier, aus dem Fenster. Oh Mist, jetzt die Dame weggerannt. Hallo? Oh, das sind zwei Damen. Oh, einen Vogel haben wir auch. Kommen die hier rein? Ich weiß halt original nicht, ob man die Tür irgendwie. Nee, warte mal. Ich will nehm die Tür kurz abschließen, aber ich weiß es halt nicht. Warte, ich nehme meine Axt in die Hand, vorsichtshalber. Kannst du hier irgendwas machen? Wollen wir einfach schlafen? Wollen wir einfach schlafen? Können wir auch machen. Oh Gott, ist das. Mal. Z. Oh Gott, die Geräusche! Schnell, schlafen! Gute Nacht! Die Geräusche, hast du das gehört? Dieses Knurren. Ein neuer Tag, ein neuer toter Vogel. So, was hast du da gesehen? Wo gesehen? Nee, du hast aus dem Fenster geguckt und dann. Ja, da stand so eine barbusige Frau mit Glatze. Scheiße, das habe ich jetzt nicht gesehen. Oh Mann, das war richtig Mist, eklig. Das gibt weniger Views dann, ne? Scheiße. Ja, das ist mal nicht so wichtig. Ja, wir sollten das dringend fertig bauen hier, ne? Ich habe halt die Sorge, dass die halt einfach in die Tür reinkommen. Aber sind sie eben nicht gekommen, ne? Ja, aber es gibt halt auch die beim Bauen eben noch die normale Tür, oder? Oder bin ich doof? Doch da. Wand mit Tür. Ja, aber es wird wahrscheinlich so eine genau die gleiche Tür sein, oder? Die sieht anders aus, ein bisschen. Ich weiß nicht. Aber wie geil war denn? Schnell schlafen gehen! Als ob die dann weggehen! Oh, das fand ich witzig. Kurz. Schnell schlafen gehen, damit ja, wenn die uns wir sie nicht sehen, tun. Sehen sie uns halt auch nicht. Ist doch klar. Oh. Rotieren, bauen, RE. Also es gibt gar nicht so viele Tastenkombinationen. Aber wollen wir hier nicht lieber rumbauen? Nicht, dass sie da ums Haus. Ich glaube, da können die nämlich rumlaufen, oder? Worum? Ja, da so bei. Mach erstmal die. Achso. Guck mal, hier hinterm Haus. Hier hinterm Haus. Achso, die Treppe muss ja auch noch. Siehst du das? Glaub, da können die rumlaufen, oder? Nee. Oh, was? Ich hab grad. Achso, ich hungere. Ich verdurste. Ah, oh Gott. Ah, die können hier rumlaufen. Trinken. Und dann kamen die Eingeborenen. Wow. Nee, also ich glaube, die würden dann eher in den Tod stürzen. Sicher? Ja. Naja. Ich verlasse mich darauf. Halt die Blödgeborenen. Es sind halt die Blödgeborenen. Die haben nicht die besten. Oh, ich verhungere. Ja, ich verdurste. Komm, wir können ja zusammenlegen. So. Gut. Trink noch mal was. Autsch. Oh Gott. Ja, sehr gut. Ich kann irgendwie nichts trinken hier. Und bin mal abnippeln. So, und jetzt schnell was essen. Oh mein Gott. Ich bin gleich echt tot wegen. Schnell was essen. So. Kann man das nicht direkt essen? Ja, direkt mit E. Ja, komm her und ess direkt hier was mit E. Dann brauchen wir nicht lange auf das Feuer warten. Lecker. Eidechse. Hm. So, ich kann ja noch mal Vogel, glaube ich, hinhängen. Also ich würde schon fast lieber einmal ums Haus rumbauen. Die Eingeborenen wollten uns holen. Baumharz gesammelt, okay. Aber anscheinend, wenn wir, die kommen aber, glaube ich, nicht rein. Weil sonst wären sie, glaube ich, eben reingekommen, oder? Die haben noch die ganze Zeit da hinterm Haus so eklig geatmet. Ich weiß nicht, ob es sozusagen eine Art Aufwachanimation gibt, wo man aufwacht, wenn die einen, ne? Irgendwie verletzen oder so. Ja, aber die sind ja eben nicht reingekommen, deswegen gehe ich mal davon aus. Also auf jeden Fall können wir die mit etwas Glück halt skippen. So, wenn wir anderen Besuch hier haben, weiß ich nicht, ob man das noch skippen kann. Eigentlich hätten wir uns mit denen kloppen müssen.
Dann wird ja, das richtig ja. interessant. Aber man kann ja auch sterben dann, ne? Ja, wenn man da stirbt, dann wird man... Also einer kann den anderen noch wiederbeleben. Aber ich will nicht allein mit den Eingeborenen sein, da habe ich Angst. Ja, also da hätte ich auch total Panik. Du hättest das, der Vorteil eben, Multiplayer, siehst du halt meinen Namen noch. Ja. Aber wenn du halt auf der anderen Seite der Map bist und es ist Nacht, dann... Ne? Ja. So, ich habe ein paar Stöcker gesammelt. Na, immerhin kann ich jetzt die Eingeborenen, die Geräusche der Eingeborenen von meinem Atem unterscheiden. Weil ich atme nicht so eklig wie die. Nee, nee. Das stimmt auch. Das stimmt schon. Wie die. Das ist ja echt. Bisschen widerlich. Nicht schön. Was haben wir denn jetzt noch? Wir brauchen noch Stöcker, ne? So. Oh, hier sind wieder Blaubeeren. Dann nehme ich doch gerade meinen Beutel raus. Jetzt haben wir hier ein schönes Stocklager. Ach, das ist schon schön hier. Ich setze mich mal eben hin. Ah, ach, da läufst du gerade. Ach, wie schön. Was für eine schöne Aussicht. So schön in der Natur. Schon nett. Eingeborene. Boah, da brauchen wir aber noch einige Holzstämme, ne? Ja, da sollten wir halt mit zwei Schlitten wohl am besten rüber und dann... Setzen wir mal dazu, ne? Moin! Oh, warte. Nee. Hä? Ja. Was wolltest du mit mir machen? Sitzt du auf mir drauf? Nee. Nee. Umgekehrt. Achso. Ich guck lieber in Richtung Haus. Achso. So. Na, guck mal. Ja, was wollen wir machen? Wollen wir noch, was ist da? Ach, das ist das Beet. Wollen wir jetzt hier noch weiterbauen oder wollen wir in die, wollen wir das erstmal hier so erstmal lassen und dann zur Abwechslung einmal in die Höhle gucken? Weißt du, soll ich Samen hier reinpflanzen oder nicht? Weil ich gerade. Hier Baumstämme, wo kriegen wir die am schnellsten her? Oder können die Samen eigentlich müssen wir warten, bis die wieder nachgespawnt sind, die Bäume. Dann haben wir es am einfachsten. Ein Baum bräuchten wir nur. Ach so. Dann hätten wir das fertig, dann pflanzen wir alle Samen ein und gehen einfach los. Okay. Dann hole ich auch noch einen Baum. Wir können ja zusammen einfällen. Wir sollten vielleicht noch was trinken und was essen, ne? Genau. Und bei den Bären können wir auch noch gucken. Oh, ich habe ihn erwischt. Ich würde sagen, wir warten, bis die Bäume nachgespawnt sind und dann können wir auch schneller an Holz rankommen. Und ich setze mich mal kurz hin. Oh, ich habe einen Erfolg zum Pflanzen bekommen. Oh. Green Thumb, grüner Daumen. Bist jetzt zertifizierter Pflanzer. Ja, ich kann jetzt... Wunderbar, Sachen anpflanzen. So, 10 Stöcker und 4-mal Häschen. Oh, ich war hungrig. Der ist da mal wieder was. Ja. Also der Fisch ist da gut, ja, ne? Oh, man muss echt aufpassen hier, dass man den Zaun nicht wieder abbaut. So, so ich möchte jetzt in die feuchte Höhle. Ich bin schon ganz aufgeregt. Hohoho. Dann lassen Sie uns da hingehen. Ich trinke noch mal was. Ja, ich versuche es. Das ist so merkwürdig, dass ich halt hier die ganzen letzten Male das geschafft habe jetzt. Und jetzt schaffe ich es nicht mehr. Das ist so. Halt so merkwürdig. Lecker. Doch nicht so lecker. Ich krieg's aber nicht hin, das ist unfassbar. Warte mal. Ja, ich mach das hier unten dann. Also hier unten geht's, manchmal geht's oben. Ja, ist komisch, ne? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Jetzt stehe ich halt 2 Meter weg, ne? Ich hab das schon so lange. Ach so, Bären haben wir ja mit. Dann können wir die ja. Ja, Bären habe ich. Gucken wir mal ins Inventar. Ich habe 5-mal Tabletten. 21 Bären, 4-mal Cola, ja. 7 Snacks und Schnaps. Das reicht. Und ich habe noch irgendwie. Isolierband und Baumharz. 45 Stück. Und 45 Blätter. Und 4 Steine. Brauchen wir später noch. So, jetzt Höhle, so. Ne? Nicht Strand, Höhle. Oh, es wird dunkel. Hm. Okay. Hm. Hey, trotzdem in die Höhle oder lieber nochmal einen Tag schlafen? Oh, vielleicht doch hinlegen.
Wir können uns ja jetzt hinlegen und dann stehen wir ja sozusagen nachts morgens auf. Aber dürfen wir jetzt schon schlafen gehen? Wo war die Höhle? War die hier unten? Unter uns, glaube ich. Wir dürfen noch nicht schlafen. Oh, okay. Dann würde ich sagen, dann lass uns ein paar Bäume noch fällen. Warte, Hase. Nicht bewegen. Ach, Mist, er ist weg. Lass uns noch ein paar Bäume fällen. Und ja, dann gehen wir schlafen. Und wenn wieder Eingeborene kommen, gucken wir uns die an, bevor wir schlafen gehen, damit wir was zu lachen haben. Oh, ich esse mal ein paar Beeren. Oh. Ich habe gerade einen Speer auf den Hasen geworfen. Natürlich ist der Speer an dem Hasen vorbeigeflogen. Oh. Einem Stein abgeprallt und nach unten geflogen und what the fuck, da stand gerade Einwohner und die sind jetzt wieder weggespawnt. Da stand ein Einwohner? Ach doch, da sind die. Die sind immer noch da. Das ist eine Patrouille hier. Oh. Eigentlich wollte ich runter und meinen Speer holen, aber... Oh. Die sind mal da, mal nicht da. Ich glaube, das ist die Weitsicht, die wohl... Oh. Moment, ich möchte gucken. Ich will die auch sehen. Aber die sind so despawned, also die sind nicht mehr da. Aber vielleicht sind sie doch da. Weiß ich nicht. Also ich versuche mal runter zu rutschen in der Hoffnung, dass da unten noch mein Speer liegt. Ist das eine Kacke, ey, dass man so schnell den Speer mal wieder verliert. Mhm. Weil man braucht halt für den guten Speer braucht man Knochen. Und die kriegen wir natürlich nur... Warum siehst du eigentlich mal die Einwohner und ich nicht? Immer entdeckst du die, ne? Ist ja schon mal immer siehst du die Einwohner. Ich gucke hier aber nur runter. Die kommen dann auch wieder da. Oh Gott, natürlich habe ich jetzt keinen Speer mehr dabei. Wo sind die denn? Ich sehe keinen. Da, wenn du jetzt nach links runter guckst. Da waren die gerade. Echt? Ah ja, stimmt, da am Wasser. Geht einer spazieren. Geht da so ganz locker spazieren. Der sieht aber irgendwie aus wie ein Fortgeschrittener. Der ist so aufrecht gegangen. Ja, es gibt doch die Aufrechten. Die waren doch auch zu Besuch. Das sind komischen die... Kleinen. Ich glaube, das sind so eher Kannibalen. Die Kleinen. Gott. Ja, man muss das mal beobachten, wenn die so zusammen, ne, wenn so Grüppchen kommen. Ja. Die einen und die anderen, weil ich bin der Meinung, dass die Kleinen anfangen, dann die anderen abzunagen, wenn du sie umgebracht hast. Okay. Also das ist wohl so ein bisschen, ne? Jetzt sehe ich keinen mehr. Ja, die spawnen irgendwie und die spawnen, hat eventuell auch was mit der Weitsicht zu tun. Ja. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie viel ich hier eingestellt habe, aber... Jetzt haben wir gar nichts geholzt, weil wir so... Ich habe meinen Speer verloren. Oh Gott, ich brauche den Speer. Scheiße. Dann baue ich mir eben noch einen Speer. Oh, ich habe keine Stöcker, cool. Ich mache hier noch ein bisschen Licht. Ich glaube, man braucht 3 Knochen. Ich habe nur 2. Oh Gott, ey. Ich habe gar keine Knochen mehr. Ja, ohne Speer ist halt doof, weil der Speer ist, ne, wenn man den wirft, dann kann er eventuell einen mit einem Hieb sozusagen töten. Oh nein. Und diese Mini-Axt, die bringt halt gar nichts. Ich mache mal ein bisschen Licht. Okay. Oh. Zünde mich nicht an. Oder wir machen hier erstmal so eine Schädellampe hin. Dass hier so ein bisschen Licht drin ist. Da brauchen wir nämlich nur einen Schädel. Hier so eine. Ah, jetzt brauche ich Seil. So. Jetzt brauchen wir noch einen Schädel. So. Oh, schön. Soll ich den dann abbauen? Oder? Ach nee, den machst du auch fertig, oder wie? Ja. Aber der steht da ein bisschen... Na egal, wir brauchen ja nicht so viel Platz. Ich habe leider keine Stöcker mehr. Hinlegen können wir jetzt immer noch nicht. Oh Gott, das dauert ja noch etliche Minuten. Uff. Dann können wir ja mal rausgehen und gucken, was die Eingeborenen so machen. Aber du hast recht, die Lampen, mit den Schädellampen, sind ein bisschen... Man denkt immer ein bisschen, das ist ein Eingeborener mit so einer Lampe auf dem Kopf, ne? Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man... sich nicht davor schreckt. So, ich guck gerade, sehe ich irgendwo Licht? Patrouillieren die hier irgendwo? Also wie gesagt, wir haben es hier halt auch etwas ruhiger, ne? Ja. In anderen Gebieten. Ich habe was gehört. Dann.